Donnerstagabend, 13. August, recht herzlich willkommen zu unserem Ayondo Social Trading Webinar für Einsteiger. Mein Name ist Tom Neske, ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Ayondo Webinar begrüßen. Ja, wie es der Name schon sagt, worum wird es gehen? Social Trading, was verbirgt sich hinter Social Trading? Welche Möglichkeiten habt ihr auf der einen Seite als Trader hier bei Ayondo Karriere zu machen? Welche Möglichkeiten habt ihr als Follower? Und im dritten Part möchte ich euch natürlich zeigen, wie einfach es ist, hier von Ayondo, vom Social Trading zu profitieren. Sprich, wie einfach ihr euch hier ein eigenes Portfolio an unseren Top-Tradern zusammenstellen könnt und das dann praktisch an Handelssignalen nutzen lassen könnt, um dementsprechend hier, wie schon steht, die moderne Art der Geld anzulegen. So, wir starten mit den Möglichkeiten, die ihr als Trader habt. Das Ganze machen wir hier anhand unserer Website und da haben wir hier auch schon gleich unseren Bereich Social Trading. Ich führe euch da mal ein bisschen durch die Website und da seht ihr schon, so funktioniert's und wir starten mit unserer Trader-Karriere, weil wir bieten ja sowohl den Tradern auf der einen Seite die Möglichkeit, als auch den Followern auf der anderen Seite die Möglichkeit, hier auf Ayondo voneinander zu partizipieren. Die Grundidee ist nämlich, Trader auf der einen Seite mit erfolgreichen Handelsstrategien zu präsentieren, sich selber die Möglichkeit zu geben, hier Track Records aufzubauen und Followern auf der anderen Seite die Möglichkeit zu bieten, sich einen Top-Trader auszusuchen und von den Handelssignalen dieses Top-Traders zu partizipieren, um dementsprechend ihr Geld anzulegen. Dementsprechend starten wir jetzt hier mit unserer Trading-Karriere. Ihr seht schon, wir haben hier ein kleines Video für euch vorbereitet. Da seht ihr nochmal so die einzelnen Etappen unserer einzelnen Karrierestufen, weil insgesamt haben wir 5 verschiedene Karrierestufen. An jeder dieser Karrierestufen sind natürlich bestimmte Prüfbedingungen geknüpft. Da wollen wir unsere Trader natürlich testen, ob sie in der Lage sind, wirklich erfolgreich hier an den Märkten zu agieren, um dann dem Follower auf der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, hier sich den Top-Trader herauszusuchen, der für ihn interessant ist, der für seinen Anlagehorizont interessant ist. Ihr seht schon, das Ganze beginnt mit dem Niveau des Street Traders und den rufen wir uns hier einfach mal auf. Und da sehen wir dann auch schon die einzelnen Prüfbedingungen. Die erste Prüfbedingung ist immer ein gewisses Zeitfenster. Ihr seht, die Karrierestufe des Street Traders umfasst hier 30 Tage. Also in diesen 30 Tagen müssen dann auch mindestens 5 Round Trades gemacht werden. 5 Round Trades heißt, dass 5 Positionen am Markt eröffnet und wieder geschlossen sein müssen. Das ist praktisch diese erste Prüfbedingung, ein Zeitfenster, in der eine bestimmte Anzahl von Trades abgeschlossen sein muss. Und die wichtigste Kennzahl, die wir als Benchmark hier angesetzt haben, die sich durch alle Karrierestufen durchzieht, ist unser maximales Drawdown. Und das darf nicht größer als 25% sein. Was bedeutet maximales Drawdown für diejenigen, die neu sind? Natürlich verlaufen nicht alle Handelsstrategien immer erfolgreich. Das wäre wünschenswert, ist aber leider in der Realität nicht so. Drawdown sind nichts anderes als Verlustphasen. Und die sollten natürlich so gering wie möglich sein. Wir haben hier als Grenzmarke 25% angesetzt und da sollten die Trader wirklich von Anfang an darauf achten, diese Marke von 25% nicht zu überschreiten, weil wenn diese Marke überschritten wird, ist dann in der jeweiligen Karrierestufe Schluss. Das heißt, ihr habt leider nicht mehr die Möglichkeit, die Karriereleiter bis ganz nach oben in unser sogenanntes Institutional Level hochzuklettern. Dementsprechend von Anfang an mein Tipp an die Trader: gutes Risk- und Money-Management, das Drawdown, die Verlustphasen in euren Handelsphasen so gering wie möglich zu halten, um euch einfach die Möglichkeit offen zu halten, hier in der Karriereleiter bis in unser 5. Karrierelevel zu klettern. Gesamtperformance, ganz klar, das ist die nächste Prüfbedingung, die darf natürlich nicht negativ sein. Uns geht es natürlich hier darum, bei Ayondo einen Mehrwert zu schaffen, eine positive Rendite zu schaffen. Dementsprechend muss die Gesamtperformance positiv sein. Und als Benchmark, die erwirtschaftet werden muss, haben wir mal für das Niveau des Street Traders hier 0,5% festgesetzt. Ja, und das sind die Prüfbedingungen, die ihr in eurem ersten Karrierelevel hier erfüllen müsst, um dementsprechend weiter aufzusteigen, dann in unser zweites, in unser Advanced Level. Ja, natürlich fragt sich der eine oder andere, warum sollte ich das als Trader hier überhaupt machen? Ganz einfach, wir bieten euch als Trader die Möglichkeit, hier einen Track Record aufzubauen und anhand dieses erfolgreichen Track Records
euch dann Follower zu generieren. Wenn ihr diese Follower generiert habt, die euren Handelsstrategien folgen, habt ihr die Möglichkeit, zusätzlich zu euren Tradinggewinnen auch noch zusätzlich Geld zu verdienen. Das seht ihr hier unten. Bereits im ersten Karrierelevel erhaltet ihr 1 US-Dollar pro generierten Lot. Das heißt, wenn ihr Leute habt, die euren Handelsstrategien folgen, dann verdient ihr auch nochmal zusätzlich Geld. Und das ist natürlich eine sehr nette Win-Win-Situation. Deshalb ja auch dieses Social Trading. Trader auf der einen Seite mit Followern, Personen auf der anderen Seite, die euren Handelsstrategien folgen, zusammenzuführen und eine Win-Win-Situation für beide Parteien hier zu erzeugen. Wir machen aufgrund der Zeit einen kleinen Sprung. Ihr könnt euch im Anschluss ja gerne auch nochmal das Advanced Level mit seinen Prüfbedingungen anschauen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in unser drittes Karrierelevel, in unser sogenanntes Professional Karrierelevel. Und da seht ihr schon die Karrierestufe des Professional Levels auch wieder als Zeitfenster umfasst jetzt schon 90 Tage. In diesen 90 Tagen müsst ihr mindestens 10 Round Trades abgeschlossen haben. Ihr habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, hier mal eine Handelspause einzulegen. Die darf aber 30 Tage nicht überschreiten. Ja, und die anderen Kennzahlen, die kennen wir schon. Ich hatte es angesprochen, das maximale Drawdown darf die 25% nicht überschreiten. Die Performance darf nicht negativ sein. Und für das Level des Professional Traders haben wir mal eine Benchmark, eine Renditemarke hier von 1,5% festgelegt. Ihr seht jetzt schon bei den Verdienstmöglichkeiten, drittes Karrierelevel bedeutet natürlich, dass eure Mühe belohnt wird. Drittes Karrierelevel heißt, dass ihr bereits 3 US-Dollar pro generierten Lot an euren Followern verdienen könnt. Und ich zeige euch natürlich gleich mal einige unserer Top-Trader, die sich im dritten, vierten oder fünften Karrierelevel befinden und wie viele Follower diese sich schon aufgebaut haben. Und da sieht man dann schon, da macht das Ganze natürlich dann auch Spaß, weil man da die Möglichkeit hat, hier wirklich sehr schön zusätzliches Geld hier zu verdienen. So, wir machen wieder einen kleinen Sprung in unser sogenanntes Institutional Level. Das ist unser Olymp der Trader, unser fünftes Karrierelevel. Warum Olymp der Trader? Ihr seht, diese Karrierestufe umfasst schon ein Zeitfenster von einem Jahr, sprich 365 Tagen. In diesen 365 Tagen müsst ihr mindestens 30 Roundtrades machen. Ja, und ihr werdet sehen, wenn ich euch gleich einige Top-Trader vorstelle, dass die natürlich deutlich mehr an Trades machen. Und das ist das, was wir unter einem aktiven Portfolio-Management verstehen, wirklich von den kurzfristigen Gegebenheiten an den Märkten zu partizipieren, darauf zu reagieren und dementsprechend eine Outperformance zu erzielen. Die anderen Kennzahlen kennen wir, die ziehen sich natürlich auch bis ins fünfte Karrierelevel durch. Maximales Drawdown, sprich eure Verlustphase, die darf nicht größer als 25% sein. Gesamtperformance darf natürlich nicht negativ sein. Ja, und bei der Rendite, da haben wir uns einfach mal so an klassischen institutionellen Geldanlagen orientiert, sprich Banken, Vermögensverwaltung, Fonds, die ja in guten Jahren immer eine Rendite von 6% anstreben. Die haben wir hier auch mal als Vergleichsmarke gesetzt. Ihr werdet aber sehen, dass unsere Top-Trader in der Lage sind, deutlich mehr als diese 6% hier zu generieren. Und darum geht es uns ja auch hier einen deutlichen Mehrwert für die Follower zu erwirtschaften und dementsprechend hier eine deutlich höhere Rendite zu generieren. Ja, die Mühe, die wird belohnt. Wer sich hier 365 Tage durch die Märkte kämpft und dementsprechend sich einen guten Track Record aufbaut und dementsprechend natürlich auch eine Menge an Followern, der verdient und der soll auch am meisten verdienen. Ihr seht hier schon 5 US-Dollar pro generierten Lot erhaltet ihr jetzt im fünften Karrierelevel. Und glaubt mir, da macht das Ganze schon richtig Spaß. Da kann man schon deutlich Geld mit dazu verdienen. So, das waren die 5 Karrierestufen. Wie gesagt, das Ganze haben wir euch hier oben auch nochmal als kleines Video dargestellt. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ja, und jetzt möchte ich euch natürlich zeigen, wo sich diese Top-Trader befinden. Das ist natürlich für die Follower ganz interessant, um sich dann den ein oder anderen Top-Trader herauszusuchen. Und für die Top-Trader möchte ich natürlich auch aufzeigen, wie so ein Track-Record aussieht. Ihr seht, ich bin hier oben wieder in unsere Navigationsleiste gegangen. Da haben wir auch direkt den Button Top Trader finden und den wollen wir uns jetzt an dieser Stelle einfach mal aufrufen. Und da seht ihr, haben wir hier einen sogenannten Ranglistenkonfigurator. Kompliziertes Wort ist es aber nicht. Hier seht ihr im Prinzip alle Trader aufgeführt.
Habt hier natürlich verschiedene Selektionsmöglichkeiten. Ihr seht Real Money Trader, die sind mit einem R gekennzeichnet oder ganz neu auch unsere beliebtesten Trader. Das heißt, die Trader, die am meisten hier von Followern gewählt werden, danach könnt ihr selektieren. Ihr könnt hier auch selektieren. Wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr rum. Das heißt, mich interessiert der Zeitraum der letzten 6 Monate. Was haben diese Trader in diesem Zeitfenster gemacht? Und hier seht ihr zum Beispiel auch diese einzelnen Karrierestufen, die wir hier haben. Und da kann man natürlich einfach durch Anklicken dieser Karrierestufen jetzt auch einen Trader des zweiten Karrierelevels mit dazu nehmen. Ich empfehle den Followern, sich wirklich auf Trader aus dem dritten, vierten, fünften Level zu fokussieren, weil die einfach über einen längeren Zeitraum unter Beweis gestellt haben, dass sie in der Lage sind, erfolgreich an den Märkten zu agieren. Wenn ich meine Einstellung getroffen habe, kann ich hier einfach auf Zeigen gehen und dann seht ihr Ende. Ändert sich das ganze Prozedere hier dann auch schon. Ihr habt hier oben aber auch noch die Möglichkeit der Detailsuche. Das heißt, ihr könnt euch dementsprechend hier auch noch genau die Trader heraussuchen, die für euch sehr interessant sind, indem ihr sagt, mich interessieren nur Trader, die im letzten halben Jahr mehr als 10% Performance gemacht haben. Einfach anklicken, dementsprechend hier auswählen und dann könnt ihr euch das so selektieren, wie ihr es wollt. Nach Drawdown, Volatilität, das ist die Schwankung im Portfolio, interessiert auch sehr viele Leute. Desto geringer natürlich die Schwankungen in einem Portfolio sind, desto beruhigter kann ich natürlich schlafen. Sharpe Ratio, MA Ratio, klassische Portfolio-Kennzahlen. Dementsprechend auch einfach auf Zeigen klicken und schon habt ihr dann das angezeigt, was ihr dementsprechend hier gesucht habt. Also viele, viele Möglichkeiten hier der Suche, sich genau den Trader herauszusuchen, der euch interessiert. Und da seht ihr natürlich hier jetzt auch, natürlich haben wir hier Top-Trader in den ersten Leveln mit drin. Allerdings, da schaue ich natürlich auf die Drawdown-Phasen und damit könnte ich nicht wirklich gut schlafen. Deshalb ist für diese Trader hier im ersten Karrierelevel Schluss. Die sind schon lange mit dabei, diese Trader. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Deshalb sage ich, mich interessieren Trader ab dem dritten Level, die dann wirklich hier unter Beweis gestellt haben, dass sie erfolgreich sind. Und ihr seht hier an den Kennzahlen Trust Fund TK, drittes Karrierelevel, letzter Trade vor 22 Stunden. Und wir sprechen hier über 86% Rendite. Und das im letzten halben Jahr. Wir haben ja hier das Zeitfenster eines halben Jahres eingestellt. Hier seht ihr die Kennzahlen maximaler Drawdown. Ihr denkt dran, 25%. Also hier wird schon langsam so ein bisschen eng. Der Trader muss aufpassen. Aber natürlich eine sehr, sehr schöne Performance. Und ihr seht, das lohnt sich dann natürlich hier auch mit den Followern. Denkt dran, drittes Level, 3 US-Dollar pro generierten Lot mal 703 Follower. Mr. DAX hier, 70% Performance bei 16% Drawdown. Sehr schönes Ergebnis. Sogar schon im fünften Karrierelevel. Das macht natürlich Spaß. Der hat natürlich hier 1600 Follower mal 5. Denkt dran, also das macht hier schon wirklich richtig Spaß. Aber auch hier unten unsere Top-Trader Stefan Risse macht ja auch viele Webinare bei uns hier auf Ayondo. Auch eine sehr, sehr schöne Performance. Fast 56% Rendite, 24% Drawdown, 1175 Follower. Natürlich einer der Real Money Trader und natürlich auch beliebtesten Trader. Ja, und dann möchte ich euch einfach mal zeigen, wie so ein Track Record aussieht. Ich habe ja gesagt, ihr habt noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt hier einfach einen unserer Top-Trader anklicken und dann seht ihr zusätzliche Informationen. Seit wann dabei? September 2014. Mehr als 10 Jahre Handelserfahrung. Hat ja auch seine eigene Vermögensverwaltung, bekannt aus dem Fernsehen. Hier sehen wir die Entwicklung des Traders im Vergleich zum DAX. Ja, der DAX, der hat eine Performance von 12,8% gemacht. Ist nicht schlecht. Aber uns geht es ja um eine Outperformance. 56%, die sind natürlich deutlich besser. 400 Trades ausgeführt. Das ist für mich mein aktives Portfolio-Management. Und hier unten seht ihr natürlich so auch die einzelnen Trading-Monate mit den einzelnen Ergebnissen hier. Und natürlich hier auch noch unser schönes Tortendiagramm, eine sogenannte Asset Allocation. Das heißt, in welchen Märkten ist dieser Trader unterwegs? Und ihr seht, sehr, sehr breit aufgestellt im Dow Jones, im S&P 500, in Öl, in Gold, im DAX 30, aber auch in den Devisenpaaren US-Dollar, Japan-Yen, US-Dollar, Kanada-Dollar. Also sehr, sehr breit hier mit seiner Handelsstrategie aufgestellt. Hier sehen wir auch nochmal so Vergleiche. Was hat der Trader im Vergleich
zum Euro Stoxx 50, zum S&P 500 gemacht. Also sehr, sehr viele Kennzeichen. Und wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, 400 Eintrades gemacht, seht ihr, haben wir hier den Button Transaktionshistorie. Darum geht es uns auch bei Aiondo, so transparent wie möglich zu sein. Könnt ihr euch jeden einzelnen Trade hier anschauen. Hier Great British Pound, US-Dollar, Sell-Trade, 12.8. gestern um 14:18 Uhr mit den entsprechenden Ergebnissen. Wie hoch war das Risiko pro Trade? Ihr seht 0,13, 0,05%. Und hier seht ihr natürlich, in welchen Märkten ist dieser Trader unterwegs, wo hat er agiert. Also wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr euch hier alle 400 Trades dieses Top-Traders anschauen. Ja, und da sucht ihr euch dann die entsprechenden Trader raus, die in eure Handelsstrategie passen, die in den entsprechenden Märkten handeln, die euch interessieren. Ja, und jetzt möchte ich euch als Follower einfach mal zeigen, wie ich mir ein Portfolio von diesen Top-Trainern zusammenstelle, wie ich praktisch jetzt von diesen erfolgreichen Handelsstrategien dieser Trader partizipieren kann, weil das sind natürlich sehr schöne Ergebnisse. 86, 69, 55%, das sind natürlich traumhafte Ergebnisse. Und das ist ja auch das Ziel, euch Top-Trader zu präsentieren, diesen Top-Trainern auch eine Plattform zu bieten, sich selber zu präsentieren und euch als Follower die Möglichkeit zu bieten, von diesen Handelsergebnissen zu partizipieren. Und das geht ganz einfach. Hier oben sehen wir mein Portfolio in der Navigationsleiste. Da rufe ich mir einfach mal den Bereich auf mein Portfolio zusammenstellen und das sieht dann ganz einfach aus. Hier auf der linken Seite seht ihr dann praktisch alle Trader, die ihr euch eben im Ranglistenkonfigurator nach euren Suchergebnissen zusammengestellt habt und auf der rechten Seite haben wir einen großen freien Bereich. Das ist praktisch euer Portfolio und jetzt ist es ganz einfach. Ich gehe hier einfach auf einen dieser Trader, klicke den an, ziehe den per Drag and Drop hier in meine Liste und schon erscheint dieser Trader hier in meinem Portfolio und hier seht ihr dann die grafische Entwicklung dieses Traders in den letzten 6 Monaten hier auf eurem Portfolio. Ja, und das ist natürlich schon sehr schön, aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben euch ja die Möglichkeit oder geben euch hier die Möglichkeit, nicht nur auf einen Trader zu setzen, weil was passiert, wenn ihr 1000 Euro anlegt, investiert dieser eine Trader, handelt eure kompletten 1000 Euro. Optimalerweise partizipiert ihr jetzt 1:1 von den Ergebnissen, aber ihr seht, wir haben hier auch schon mal eine schöne Drawdown-Phase und wir sprechen an der Börse ja immer von der sogenannten Diversifizierung, sprich Risikostreuung. Deshalb bieten wir euch natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur die Handelssignale eines einzelnen Top-Traders zu nutzen, sondern bis zu 5 Top-Trader auszuwählen. Und das ist natürlich sehr, sehr einfach. Nehmen wir gleich den nächsten mit dazu, Mr. DAX. So, und jetzt seht ihr auch schon so die entsprechenden Ergebnisse hier der einzelnen Trader und dementsprechend natürlich dann auch die Performance dieser einzelnen Trader. Und wie gesagt, die blaue gestrichelte Linie, das ist dann eure Performance, die ihr gemacht hättet. Und jetzt ist der große Vorteil. Vorher hat ein Trader über 1000 Euro partizipiert. Jetzt werden diese 1000 Euro auf 2 Trader aufgesplitten. Und damit werden natürlich auch die Drawdown-Phasen geringer, weil wenn der eine vielleicht Verluste macht, macht in demselben Zeitfenster der andere Gewinne, kompensiert somit einen Teil der Verluste. Und so kann man natürlich sehr schön arbeiten. Und das Ganze können wir, wie gesagt, auf bis zu 5 Trader aufsplitten. Ich ziehe uns jetzt hier einfach mal weitere Trader mit dazu. Ja, und ihr seht, hier gibt es natürlich auch eine negative Performance. Hier haben einige Trader auch, ihr seht, 1, 2, 3 Trader von meinen 5 Tradern, die haben sogar mal eine negative Performance hingelegt. 2 zumindest, einer hier ganz knapp im Plus. Und trotzdem ist euer Portfolio im Gewinn, weil ihr natürlich euer Kapital jetzt auf 5 Trader aufgesplittet habt. Und das ist das Tolle daran. So könnt ihr sehr, sehr schön partizipieren von den Ergebnissen. Auch mal hier Verlusttrades einzelner Trader kompensieren, einfach durch die Top-Ergebnisse einzelner anderer Trader. Und ihr seht, aktuell hättet ihr den Gesamtmarkt geschlagen mit 14% Rendite für ein halbes Jahr. Da würde sich so mancher Fonds drüber freuen, wenn er dieses Ergebnis erwirtschaften würde.
Und das ist natürlich hier sehr, sehr schön. Und jetzt ist es sehr einfach. Wenn ihr euch euer Portfolio an Top-Tradern zusammengestellt habt, ist es nämlich sehr einfach. Ihr seht, wir haben hier unten zwei Buttons. Einmal auf Demokonto ausführen, einmal auf dem Live-Konto ausführen. Klickt ihr hier auf das Demokonto und seid ihr hier bei uns angemeldet, dann geht das los. Ab diesem Zeitpunkt werden die einzelnen Handelssignale eurer Trader nicht nur auf ihren Konten aufgeführt, sondern sobald einer dieser Trader einen Trade eröffnet, wird er auch auf eurem Konto ausgeführt. Das Demokonto ist kostenlos, deshalb kann man das hier sehr, sehr schön mal ausprobieren, sich einfach mal hier fünf Top-Trader raussuchen und sich sozusagen als Portfolio-Manager probieren. Und wie gesagt, sobald ein Trader einen Trade eröffnet oder schließt, wird das 1:1 auch auf eurem Konto ausgeführt und auf der linken Seite natürlich genauso einfach auf einem Live-Konto. Bereits ab 100 € habt ihr die Möglichkeit, hier bei Aiondo ein Live-Konto zu eröffnen. Das ist natürlich auch die Idee des Social Tradings, es jedem praktisch zu ermöglichen, hier von zu partizipieren. Und wie gesagt, das Ganze wird natürlich 1:1 aufgesplittet. Und wie gesagt, auch auf einem 100-Euro-Konto hättet ihr dann jetzt mit 15% 15 € verdient, auf dem 1000-Euro-Konto 150 €, auf dem 10.000-Konto dann dementsprechend schon 1500 €. Das wird 1:1 heruntergesplittet. Und wie gesagt, ab 100 € habt ihr die Möglichkeit, hier zu agieren. Aber damit ist hier auch noch nicht Schluss. Ich habe ja gesagt, ihr agiert als Portfolio-Manager. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, naja, so ein eine oder andere Trader, der hat mich hier nicht wirklich überzeugt, oder ich habe einen viel besseren gefunden. Ihr seht, wir haben hier so ein kleines rotes X. Da kann ich einfach mal so einen Trader aus meinem Portfolio entfernen. Ihr seht, geht ein Pop-up-Fenster auf. Und das ist ganz wichtig, dieses Pop-up-Fenster. Da würde noch ein zweites aufgehen, wenn dieser Trader zum Beispiel zum Zeitpunkt des Entfernens eine Position offen hat. Werdet ihr natürlich darauf hingewiesen und sagt, Achtung, pass auf, der Trader hat zum Beispiel noch eine Position im DAX offen. Weil was passiert? Diese Position wird natürlich auch automatisch dann geschlossen. Und da müsst ihr natürlich vorher schauen, ist die Position im Gewinn oder ist die Position im Verlust. Das heißt, am besten schauen, bevor ich hier einen Trader auswechsel, ob der eine Position offen hat oder nicht. Und dann kann ich diesen Trader einfach durch Klicken hier aus meinem Portfolio entfernen. Ihr seht, damit verändert sich auch zum Beispiel die Performance. Jetzt wären wir bei 20%, weil das war einer der Trader, die eine Negativ-Performance hier hingelegt haben. Ja, und jetzt habe ich zum Beispiel einen anderen, einen besseren Trader entdeckt, der für mich interessant wäre. Ja, und dann nehme ich mir den einfach mit dazu in mein Portfolio. Und dann seht ihr, habe ich natürlich hier auch die Performance dieses Traders mit bei. Ab diesem Zeitpunkt werden die Handelssignale dieses Top-Traders mit übertragen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, diese Handelssignale zu nutzen. Aber damit ist immer noch nicht Schluss. Ich habe ja gesagt, ihr seid Portfolio-Manager. Ihr habt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten zu agieren. Und das möchte ich euch auch zeigen. Ihr seht, wir haben hier so ein kleines Werkzeug-Icon. Das kann ich natürlich hier auch nochmal anklicken. So könnt ihr nämlich die Ordergröße für den einzelnen Trader einstellen. Wenn euch einer der Trader jetzt zum Beispiel mehr überzeugt hat als ein anderer Trader, könnt ihr den natürlich für seine Orders mehr Kapital zur Verfügung stellen und sagen, nein, da möchte ich schon, dass der mit mehr Kapital hier in die Märkte reingehen kann. Das kann ich hier einfach mit diesem Schieberegler dementsprechend regulieren. Und ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, die Einzelwerte einzustellen. Der eine oder andere mag natürlich sagen, oh, so mit Devisen, da habe ich so überhaupt keine Erfahrung, da möchte ich eigentlich gar nicht, so Great British Pound, US-Dollar, kenne ich mich nicht mit aus, möchte ich nicht, dass das bei mir im Portfolio gehandelt wird. Kein Problem. Setzt das Ganze hier im Volumen einfach auf Null. Was passiert? Obwohl der Trader in seinem Portfolio eine Position im Great British Pound US-Dollar eröffnet, wird diese Position in eurem Portfolio natürlich nicht eröffnet, weil ihr dafür einfach kein Kapital zur Verfügung gestellt habt. Aber ich gebe zu bedenken, wenn ihr dieses Spielchen spielt, bedenkt darauf, das verzerrt natürlich die Performance. Wenn der Trade im Great British Pound US-Dollar natürlich sensationell gut läuft und ihr den nicht mit habt, macht der Trader natürlich eine bessere Performance als ihr. Deshalb würde ich schon sagen, von Anfang an schauen, welcher Trader in welchen Märkten unterwegs ist, was mich da interessiert, mir dann die entsprechenden Top-Trader aus diesen Märkten zusammenstellen, meine Einstellung hier vornehmen, das Ganze bestätigen.
Ja, und wenn, wie jetzt bei mir, würde ich jetzt hier dementsprechend keinen Trade im Great British Pound US-Dollar eröffnen, während jeder andere Trade, sobald einer dieser Trader hier eine Position eröffnet, die wird dann natürlich auch bei euch eröffnet und zeitgleich geschlossen und so partizipiert ihr 1:1 von dieser Performance. Wir sprechen jetzt hier über 17% für ein halbes Jahr, finde ich ein sehr, sehr schönes Ergebnis von der Rendite und damit kann man natürlich wirklich leben. Und darum geht es uns ja auch, diese deutliche Outperformance. Wir sehen zum Beispiel seit 4. August letzten, seit Quatsch, 10. September letzten Jahres, wenn ich jetzt mal so ein Jahr Revue passieren lasse, sprechen wir über eine Jahresrendite mit diesen Top-Tradern von über 49%. Und das ist natürlich ein tolles Jahresergebnis. Und darum geht es uns ja hier auch, diese deutliche Outperformance, diesen deutlichen Mehrwert für euch zu generieren. Ja, und da wäre so mancher Fonds, so manche Bank und so manche Gesellschaft glücklich, so eine Rendite zu erwirtschaften. Das heißt, testet das Ganze einfach, ist kostenlos, ist unverbindlich. Auf dem Demokonto könnt ihr das Ganze hier sehr, sehr schön testen. Ja, und wenn euch das Ganze überzeugt, genauso einfach auch auf einem Live-Konto ausführen. Wer noch nicht registriert ist, der kann sich hier einfach einloggen. Das geht hier oben ganz, ganz einfach. Ich habe ein Login, wenn ihr noch nicht registriert seid. Alles, was ich euch bisher gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch ohne Registrierung machen. Ansonsten geht's hier zur Registrierung. Ja, und dann gebt ihr einfach die Daten ein. Vorname, Nachname, Benutzername, denkt ihr euch einfach aus, E-Mail. Ja, und dann könnt ihr sagen, was wollt ihr machen? Ich möchte vielleicht selber traden. Oder ich möchte am Social Trading teilnehmen, ich möchte von den Handelssignalen der Top-Trader partizipieren, dann geht es weiter, noch eine Seite ausfüllen und schon geht das Ganze hier los. Also sehr, sehr einfach für euch hier das Ganze dargestellt. Ja, und als kleinen Tipp zum Anschluss, bevor ich auf eure Fragen kommen gehe, die es vielleicht dann hier noch gibt, möchte ich euch auch noch unsere neue Iondo Guidance Seite vorstellen. Informationen rund zu Iondo, zu allem, was dementsprechend interessant ist. Ich lege euch diesen Link hier auch einfach nochmal unten in den Chat. Könnt ihr dementsprechend euch auch mal anschauen. Alle wichtigen Informationen zu unseren Top-Tradern, da seht ihr das schon mit der entsprechenden Performance. Auch hier nochmal zu unseren Top-Signalgebern mit den entsprechenden Informationen. Wie sehen die Ergebnisse aus? Hier auch nochmal unsere einzelnen Termine. Social Trading für Einsteiger, da sind wir gerade. Ich empfehle euch am Montag auch gerne bei mir wieder reinzuschauen zum Marktausblick. Ja, die 1125 bei Gold, die haben wir gesehen, die 11.000 im DAX, die haben wir durchgerauscht. Wo geht's nächste Woche hin? Das erfahrt ihr am nächsten Montag um 18 Uhr in unserem Marktausblick. Und ihr habt natürlich da auch die Chance, euch einzelne Titel zu wünschen, die wir unter charttechnischen Gesichtspunkten analysieren. Also alles Mögliche rund um Iondo findet ihr hier dann natürlich auch noch in unserer Taskleist auf unserer Guidance-Plattform und dementsprechend habt ihr da natürlich alle Möglichkeiten, euch hier rund um das Social Trading bei Iondo zu informieren und natürlich hier im Wissensbereich auch an unseren Webinaren teilzunehmen. Ja, das soll es an meiner Stelle hier soweit gewesen sein. Ich wollte euch die Möglichkeiten als Trader aufzeigen, die Möglichkeiten als Follower aufzeigen und wie einfach es eigentlich ist, mit Iondo ein eigenes Portfolio an Top-Tradern sich zusammenzustellen und von dieser Idee des Social Tradings zu partizipieren. Ich hoffe, es war interessant. Ich stehe euch natürlich gerne hier noch für Fragen zur Verfügung. Die könnt ihr mir hier über die Chat-Funktion dann einfach noch stellen. Das heißt, ich bleibe noch ein bisschen online, darf mich an dieser Stelle im Namen des Teams von Iondo schon mal bedanken für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es war interessant für euch. Hoffe natürlich, den ein oder anderen neuen Top-Trader bei uns hier bei Iondo begrüßen zu dürfen oder aber auch den ein oder anderen Follower, der das Ganze jetzt einfach mal testet und sich davon überzeugen lässt, wie das Ganze hier funktioniert. Ansonsten freue ich mich, wenn ich euch bei den anderen Webinaren begrüßen kann. Wenn Fragen beim Testen aufkommen, einmal im Monat machen wir dieses Social Trading Webinar. Schaut einfach dann wieder mit rein, wann die nächsten Termine sind. Und dann könnt ihr mir dann auch beim nächsten Mal die Fragen stellen. Ich wünsche schon mal vorab ein schönes sonniges Wochenende. Bleibt wie gesagt noch ein bisschen online, falls eine Frage reinkommt. Ansonsten wünsche ich allen einen wunderschönen Abend. Und darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.